Willkommen zu diesem Video. Ja, ich war vor ein paar Tagen einkaufen und habe mir zwei Mangas und etwas Spezielles geholt und das möchte ich euch heute zeigen. Ja, zu Beginn hätte ich hier den Manga Tokyo Summer of the Dead, den vierten und letzten Band. Ich habe nebenbei auch die ganzen anderen Bände, also den ersten, den zweiten, den dritten und jetzt auch den vierten. Und wie man vielleicht schon erkennt, merkt man, dass das Ganze eine Zombie-Manga-Serie ist, eine Kurzserie mit vier Bänden und die finde ich auch ganz gut, muss ich zugeben. Hinten sehen wir nicht sonderlich viel, so ein paar Blutkleckser und ein Stadtbild. Auf der Seite steht der Name und die Bandzahl. Ja, und das war's dann auch. Nebenbei, der Hintergrund ähnelt sich bei jedem Band, also die Blutkleckser sind immer dieselben. So, das gebe ich mal weg. Ja, dann hätten wir hier den zweiten Manga, und zwar Attack on Titan No Regrets. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, vorne können wir schon Levi erkennen. Es ist der ganz neue Manga und er ist noch original verpackt. Diese behinderte Sicherheitsfolie, da der Manga ab 16 ist. Ich werde das Ganze jetzt mal auspacken. Ich habe selbst noch nicht reingeschaut. So, hier mit der Schere. Ich bin schon sehr gespannt auf diesen Manga. Das Ganze ein wenig überbeleuchtet, merke ich gerade. Naja. Die Folie kommt mal weg auf den Boden. So, ein Folienstück. Und ja, hier haben wir das Buch befreit. Ich muss sagen, das Vorderbild finde ich jetzt etwas sehr schlicht, aber sieht ganz nett aus. Seite mit Namen und Publisher und die Rückseite. Ich werde mal durch das Ganze kurz durchblättern. Ja, sieht ganz nett aus. Typisches Attack on Titan halt. Bin wirklich gespannt auf den Manga. So, und dann kommen wir zum letzten und wahrscheinlich unerwartetsten Ding oder Sache. Und zwar habe ich mir ein Vokabelheft für Katana und Hiragana geholt, weil ich gerade in meiner Freizeit versuche, die japanische Schrift etwas zu lernen. Oder allgemein die japanische Sprache. Und hier haben wir einfach Quellen, Manga-Figuren und hier sogar so ein paar Zeichen zum Üben. Ist auf jeden Fall ganz nett und ich bin gespannt, wie gut man damit lernen kann. Na, Kanji ist hier sogar auch vertreten. Hier haben wir Sun und Chu. Ich mich nicht täusche. Ja, ich freue mich schon mit zu arbeiten. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt in Zukunft öfters so, wenn ich mir Mangas oder halt Anime-Stuff hole, so Videos machen darüber, wie ich die finde und ja, wie ich die herzeige. Ja, und wenn euch das gefällt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über Kommentare freue ich mich ebenfalls so. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr mich abonnieren. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Euer Mr. LP. Und tschüss.